Maximilian, ich fand die Rolle, die du gespielt hast, sehr mutig. Hast du lange überlegt, ob du die Rolle annimmst? Nee, eigentlich gar nicht. Nee. Weil, nein, erstens ist Gregor. Eigentlich war ich total geehrt, dass Gregor Schnitzler, mit dem ich vorher einen anderen Film gedreht habe, und es war wirklich ganz was anderes, andere Genre, mich hierüber nimmt in diesen Film, wo ich genau das Gegenteil spielen durfte. Also ich habe das eher als Ehre empfunden. Habe aber Respekt natürlich gehabt, weil ich habe ja das Buch natürlich gelesen und ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der jetzt wahnsinnig gerne in der Sauna alle Hüllen fallen lässt. Es gibt manche Leute, haben da kein Problem. Ich bin da jetzt nicht so. Ein bisschen. Hattest du denn vor den intimen Szenen ein mulmiges Bauchgefühl? Das ist ganz lustig. Das ist meistens so am Anfang ein bisschen aufgeregt. Wir beide, man kennt sich ja auch nicht so gut. Man hat zwar zusammen geprobt, aber das ist ja letztendlich relativ fremder Mensch noch. Und während der Drehzeit ist man ja sehr viel zusammen. Und wir haben das relativ am Anfang gemacht und da waren wir beide sehr aufgeregt. Aber Michelle ist ja eine super Partnerin und man fängt sich gegenseitig auf und hat das Vertrauen. Und dann ging das total gut. Und in dem Moment, wo du das machst, vergisst du auch. Also ich vergesse immer dann, was ich eigentlich gerade gemacht habe. Könntest du ja fast nicht mehr sagen. Ich war ja am Set als Komparsin dabei, Ja. beim Dreh, und ich erinnere mich noch an eine Sportszene. Das war draußen, da haben wir Genau. genau die Sportszene aufgenommen. Und ich weiß noch, ich habe mich zu den Mädels gestellt, die sich dehnen mussten, weil ich Ja. dachte, die Szenen werden ja oft gesehen. Ja, sehr Und dann gut kam überlegt. aber der Regisseur und hat mich zu den Läuferinnen dazu Das gefragt. ist natürlich Pech. Und wir haben ja dann die Szene, ich glaube, bestimmt ein paar Mal gedreht, Ja. und ich bin immer hin und her gerannt und hin und Ja. her gerannt. Und so läuft das halt ab. Also das ist Ja. beim. Ich habe auch einen Film mit Robert Kneißl schon Jahre her gedreht und da musste ich unglaublich viel laufen. Und da war ich danach richtig fit. Also das sieht in so einem Film immer ganz nett aus, aber das, wenn du 10 Mal machst, dann bist du schon gut bedient. Halten Sie sich an die Regeln, sonst fliegen Sie. Mal sehen, wer eher fliegt. Wenn du jetzt den Gerdas Mudeck mit 3 Worten beschreiben müsstest, welche würdest du wählen? Das ist Das gar ist nicht so aber, einfach, nein, das ne? ist gar nicht. Angst, Druck, Explosion. Sein Zustand. Das erste Pärchen auf Erden war ein Gangsterpärchen. Es geht ja um die erste große Liebe in dem Film. Denkst du denn gern an deine erste Liebe zurück? Das war im Kindergarten. Das ist verdammt lange her. Ja, aber natürlich, klar. Ja. Wenn du dir einen Rat geben könntest, jetzt heute mit der ganzen Ja. Lebensweisheit, die du hast für damals, was hättest du dir geraten? Mach alles so, wie es passiert, kannst eh nichts ändern. Also, Perfekt. nee, gar nichts. Alles so machen, wie ich es gemacht habe.